Gegen eine Erneuerung des britischen Atomwaffenarsenals sind heute in London tausende Menschen auf die Straße gegangen. Nach den Plänen der Regierung sollen in den kommenden Jahren für rund 40 Milliarden Euro 4 neue U-Boote mit Atomraketen angeschafft werden. Sie sollen die in Schottland stationierte alte U-Boot-Generation ersetzen. Auch die schottische Regierungschefin Sturgeon nahm an dem Protestmarsch teil. Sie nannte die Pläne der britischen Regierung unmoralisch.